Meine Gäste erzählen alles. Meine Gäste sind cool. Meine Gäste verraten Geheimnisse. Und zwar nur mir bei Reuterin schaut hin. So, sie ist jetzt wirklich da. Frau Silvia Schneider. Hallo! Hallo! Ich freue mich total, dass ich da in deinem Barbie-Puppenstudio sitzen darf. Ist das so Barbie-Puppenstudio? Silvia, du hast ein rattenscharfes Kleid an. Dankeschön. Von wem ist das? Von mir. Aus aus meiner aktuellen Black Collection. Geil, wir reden jetzt gleich über die Black Collection. Wir sind bereit, vor allem beim Plastikkleid sitzt. Silvia. Und das ist schon super. Erkennst du das, dass das ein Plastikkleid ist? Ja. Also es hätte natürlich auch High-Quality-Leder sein können. Aber es schaut super aus. Man schwitzt ein bisschen, gell? Du, wie ist das bei dir, Silvia? Du bist ja immer, du hast immer Kleider an. Ich kenne dich ja nur in Kleidern. Ich glaube, ich habe dich noch nie in einer Hose gesehen. Nein, ich trage schon auch Hosen. Also ich habe jetzt so, ein bisschen Aversion gegenüber Jeans. Ja, ich auch. Das hasse ich. Ich auch. Aber ich habe jetzt zwei Paar Jeans, die ich so in Dauerschleife trage, weil die sitzen wirklich gut und die mag ich und die sind auch bequem für Drehs oder Shows und ja. Mit Stretch-Anteil, schätze ich einmal. Die Enge hat einen Stretch-Anteil und die andere ist so eine 50er-Jahre-Jean, hochgeschnitten mit weitem Bein. Und das finde ich ganz toll. Ich liebe alles, was elegant ist und im Stil der 50er-Jahre und was die Figur betont und so ein bisschen einen Hüftschwung auf die Straße bringt, sage ich ganz gerne. Also so kennt man dich, aber jetzt mal als Styling-Tipp, es ist Winter, es regnet. Ja. Wie stylst du Kleider auch im Winter? Das ist ganz einfach, weil du bist schneller angezogen, als wenn du dir einen coolen Look überlegen musst mit Jeans und Hoodie und Boots und Tasche dazu. Also ich habe einen Rock, einen dicken Filzrock zum Beispiel, dazu einen Rollkragenpullover und einfach tolle braune Lederstiefel mit flacher Sohle. Und dann war's das. Ja, und Strumpfhose. Strumpfhose, man ist gut angezogen, das sieht schön aus, es ist trotzdem weiblich und es ist warm. Du, wie groß ist eigentlich dein Kleiderschrank? Weil die fragen dich wahrscheinlich extrem viele. Mhm. Du wohnst ja nicht in Wien, du wohnst eigentlich in Linz, naja, oder? Ja, ich habe in Wien und in Linz mittlerweile eine Wohnung. Das heißt, die Kleiderschränke teilen sich jetzt mittlerweile schon auf. Aber es ist so eine Schneiderfrauenkrankheit, dass wir viel Kleidung haben und uns schwer von denen schwer trennen können. Also meine Mutter ist noch schlimmer wie ich. Da stapelt sich die Kleidung auch am Dachboden, aber es ist alles kategorisiert nach Dekaden, nach Farben. Wirklich? Ja, schaut ganz toll aus. Also alles geordnet eigentlich? Ja, sehr geordnet. Ich kaufe ganz selten ein, aus dem Grund, weil ich keine Zeit habe und weil ich keine Lust dazu habe. Und aus dem hat sich das auch ergeben, dass ich für mich sehr genau einen Stil entwickelt habe, wo ich weiß, der funktioniert immer gut, ja. Egal was ist. Und ich bin eher jemand, der online auf Schnäppchenjagd geht nach Vintage-Kleidung. Cool. Und da kennt man dann schon die Plattformen, die Händler, die gute Mode aus den 50er Jahren haben. Und ich finde es auch ganz schön, wenn man da so ein bisschen Upcycling betreibt. Mhm. Und ich mag immer, wenn ein Kleid auch eine Geschichte hat. Mhm. Wenn ich weiß, okay, das hat die und diejenige vor mir getragen bei der und der Veranstaltung. Cool, ja. Das finde ich einfach schön. Und da gibt es ganz tolle Plattformen wie Etsy zum Beispiel, die wirklich schöne Mode haben. Deine Kollektion, bist das wirklich du, die das auch zeichnet, macht, kreiert oder ist da ein Team dahinter? Nein, das bin wirklich ich. Also ich denke mir jedes Jahr eine kleine Kollektion aus, die ein Thema hat oder die eine Geschichte erzählt. Und das ist auch immer nur eine kleine Kollektion. Und ich zeichne das dann. Hol mir Inspiration, es gibt immer Moodboard, es wird viel ausgeschnitten, viel auf Pinterest natürlich nachgeschaut. Und ich setze das dann so zusammen und gemeinsam dann mit der Produktion, die Sachen näht, werden die Schnitte erstellt. Und da lasse ich dann die Profis ans Werk, weil das kann ich nicht. Warum hast du dich für schwarz entschieden? Weil wir immer das Problem hatten, dass ich wunderschöne Sachen gemacht habe und dann ist immer von den Kunden die Nachfrage gekommen, gibt es auch in schwarz? Und das ist irgendwie ärgerlich. Ja, ja. Weil du dir denkst, naja, bring doch Farbe in dein Leben und das ist doch schön, aber schwarz funktioniert. Man ist immer gut angezogen, ja, stimmt, ob in der Früh oder am Abend. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht schwarz? Und dann hat alles zusammengepasst. Ich wollte irgendwie so in die Richtung gehen, Geheimagentinnen beim Spezialauftrag, was würden die tragen? Und dann hatten wir eben eine Kooperation mit Bucherer, mit dem Juwelier am Stephansplatz und da haben wir gesagt, naja, warum nicht ein bisschen Diamantenraub in die Mode reinbringen
ohne wirklich was zu stehlen. Ja, ja. Aber das ist kein Team, das bin wirklich ich. Ich also weiß, ja. Das ist um die Uhr. Praktische. Wenn man was von dir will, ruft man dich an. Ja. Das ist wirklich das Praktische. Ja, ey, aber was soll man da auch 4000 Menschen dazwischen schalten? Ey, das die, ist oft so, ja. Das ist der direkteste Weg, ist immer der beste und dann ist man auch mit ganz anderem Herz beim Kunden. Ja, dran. Ich meine, wir kennen uns schon länger und ich weiß, immer wenn ich dich sehe, du hast immer rote Lippen, du bist immer hergerichtet, die Nägel passen immer alles. Das bist ja du, das ist ja nicht eine Rolle, die man dann einnimmt, sondern so bist du ja immer schon gewesen. Aber gibt es dich auch mal wirklich ungeschminkt mit deinem Kapuzenpulli, ohne Make-up, mit ablackierten Fingernägeln oder gibt es ja, das ja, gar nicht? Ja, auf alle Fälle. Na, fürs Kochen haben wir jetzt ein bisschen den roten Fingernagellack reduziert. Aber sicher, also es gibt mir auch im Trainingsgewand und in der Jogginghose und ungeschminkt selbstverständlich. Aber trotzdem, ich versuche selbst zu Hause immer so ein bisschen an Restglamour zu wahren. Okay. Weil ich finde, wenn du dir selbst die Möglichkeit gibst, sich um dich zu kümmern, dann strahlt man das aus und dann kommt es irgendwie zurück und du fühlst dich anders. Natürlich haben wir unsere Tage, wo wir auf der Couch liegen und niemand darf uns sehen. Was aber viel wichtiger ist als die ganze Kosmetik, es ist, dass man lachen muss und glücklich sein muss. Und dann strahlt man auch viel mehr. Ja, und das ist so das dümmste Klischee, was man sagen kann über das, aber es ist wirklich wahr. Ja, ist auch so, ja. Jetzt bist du ja Köchin auch oder kochst, ja? Naja, ich darf Lehrling spielen. Ich kann gar nicht kochen. Das glaube ich ja nicht. Nudeln, Pizza, das, was meine Kinder essen. Ja. Ja? Aber alles andere steige ich aus. Ich finde das sehr bewundernswert. Vor allem, hast du diese Geduld beim Kochen? Ich habe die Geduld beim Kochen. Also, ich stehe mit den besten Köchen des Landes. Ja. Ich bin dort nur Lehrling. Nein, ich bin keine gelernte Köchin. Ich sage, ich bin Herzensköchin. Mhm. Und es ist wirklich schön, von denen Tipps und Tricks zu bekommen, aber das auch fürs Publikum so zu transportieren, dass das Publikum was davon hat. Ich glaube, wir haben alles. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir gesprochen haben. Ich glaube, sehr lang. Halbe Stunde. Wirklich? Wow, das ist echt gut. Liebe Promis, es wird nicht schlimm, aber Reuterin schaut hin.